Apropos moralische Überheblichkeit, eine Grünin versuchte sich darin. Nachdem mein Kollege Seifen hier an diesem Platz sehr schön herausgearbeitet hat, wer die Pharisäer und Jakobiner sind und demokratietheoretisch messerscharf die Zustände analysierte, da kommt die Frau Bär daher und versucht sich daraufhin in Goebbels vergleichen. Ich zitiere Frau Bär: Die unkritische Verwendung des Wortes Altparteien etabliert einen Kampfbegriff des rechten Spektrums und der AfD, dessen Ursprung auf Josef Lügenpresse Goebbels zurückgeht. Soweit Frau Bär. Dann hier noch ein paar Zitate, nicht von Frau Bär. 2,2 Millionen Bundesbürger haben dafür gesorgt, dass im Bundestag eine wirkliche Oppositionspartei vertreten ist, die grundlegende Alternativen zum zerstörerischen Kurs der Altparteien zu bieten hat. Oder die Zahl der Menschen war deutlich angewachsen, die den machtorientierten Altparteien den Rücken kehrten. Oder auch dieses: Abhängigkeiten der Altparteien vom großen Geld einiger Industriekonzerne wurden offenkundig. Und einen habe ich noch: Das ist weit mehr als bloßer Umweltschutz oder gar technischer Umweltschutz, an dem selbst die Altparteien nicht mehr ganz vorbeikommen. Meine Damen und Herren, woher habe ich wohl diese vier Zitate? Ich habe diese vier Zitate aus dem Bundestagswahlprogramm der Grünen von 1987. Und wenn wir nun mal annehmen, dass die recht inhaltslosen Äußerungen von Frau Bär im Hinblick auf meinen Kollegen Seifen auch nur annähernd zutreffend wären, was selbstredend nicht der Fall ist, so muss man ja wohl konstatieren, dass es die Grünen waren, die Goebbelsche Rhetorik in der deutschen Politik wieder salonfähig gemacht haben, meine Damen und Herren. Man muss konstatieren, dass sich die Grünen von Beginn an laut Frau Bär diesem Kampfbegriff des rechten Spektrums bedient haben, aber heute in Selbstgerechtigkeit suhlend mit dem Finger auf andere zeigen. Und Frau Bär, wenn ich Ihrer Diktion folge, stellt sich doch die Frage, welcher Nazi-Partei gehören Sie eigentlich an? Dabei ist es doch Ihre sogenannte Zuwanderungspolitik, die Zuwanderungspolitik der alten Parteien oder meinetwegen auch, um mit den Grünen zu sprechen, der Altparteien, die den Antisemitismus in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen wieder wachsen lässt, was nicht zuletzt bei der Gedenkveranstaltung der jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach zur Sprache kam. Derartige Beiträge von Ihnen, Frau Bär, sind daher nicht nur peinlich, sie sind eine wahre Schande.